Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornhub. Wir schauen uns jetzt den Belarus MTZ 892 in der Version 1.0 an. Die Modder kann ich leider nicht aussprechen, bis auf den einen, und zwar Nedi. Den Rest findet ihr wie immer auf unserer Homepage niedergeschrieben, weil, ja, das ist ja auf jeden Fall eine Ostblock-Style-mäßig, deswegen, bevor ich mich da hier blamiere, lassen wir es lieber. Ich blamiere mich so oder so. Auf jeden Fall, ihr findet den Traktor in der Kategorie kompakte Traktoren. Da habt ihr ihn hier, Belarus MTZ 892.2. 90 PS Leistung, 156 Liter Diesel, 43 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit, Anschaffungspreis 8247 bzw. 421 Euro im Leasing. Konfigmöglichkeiten 1, und zwar Design, da haben wir einmal weiß und einmal farbig. Obwohl das weiß eher das rot ist und das farbig eher das blau. Ja, und das hier Belarus steht. Und hier Belarus, denke ich mal, auf Russisch und 82.1 statt 892.2. Und halt tendenziell eine andere Front ist. Aber okay. Schauen wir uns das Ganze mal in-game an. Ja, also, wir haben Belarus. Ist relativ, also man erkennt es, aber man sieht auch, es ist relativ unscharf. Ihr seht auch hier bei den Texturen selbst, ne, dass da ein paar Fragmente leider Gottes mit drinne sind. Also das gehört definitiv nicht zum Design dazu, dass es das so ist, wie es ist. Ne, ihr seht das hier überall so ein bisschen. Vorne Lichter stehen aber gut aus, so Kühlergrill und alles, vorne Standardgewicht mit dran. Dann haben wir Reifen, den steht nichts drauf, oder da steht noch was drauf, das kann man gar nicht mehr lesen, sind aber soweit auch okay, Felgen und Co. passt auch. Ja, hinten im Heckbereich, da sehen wir hier Zugmaul, Dreipunktaufnahme und Co. Da haben wir das gleiche Problem, ihr seht ja, die Texturen sind eher mittelmäßig. Wir haben hinten das Typenschild, das sieht wiederum noch ganz sauber aus, kann man auch, wenn man näher rangeht, noch sehr gut erkennen. Passt also, ansonsten hier nochmal Belarus und Belarus passt auch. Auch hier vorne der Motor ist auch modelliert, nicht nur eine Textur. Huch, rein mit dir. Ja, Spiegel sind mit da. Wie sie funktionieren, schauen wir gleich mal. Ansonsten Sitz sieht okay aus. Armaturen vorne sind auch mit da. Lenkrad bewegt sich, ist schön. Ja, ansonsten geht der Innenbereich eigentlich soweit fit. Die Deckentextur hier sieht so ein bisschen ja, moosig aus, sage ich mal so. Und hier beim Griff seht ihr, das ist nicht modelliert, das ist einfach nur eine Textur drüber. Ja, also wie gesagt, Texturen an sich ein bisschen mittelmäßig. Machen wir mal Soundcheck. Ja, ein bisschen leise geraten, so für meinen Geschmack, aber habt ihr das genau gehört, wenn man bremst? Ne? Ich gehe nochmal näher ran. Dieses Klicken? Was ist das? Ja, ich hoffe. Das Klicken ist interessant, woher das kommt, weiß ich nicht so genau, weil, wenn wir uns dann gleich mal zur Funktionalität des Sound ist, wie gesagt, muss ich im Nachhinein recherchieren, wie das da aussieht. Ist vielleicht ein Tick zu leise geraten, aber okay. Ja, das Klicken, wo das herkommt, ist eine sehr gute Frage, denn animiert ist unser Fahrerlein hier leider gar nicht, ne? Lenkrad bewegt sich zwar links und rechts, logisch, aber Gas, Bremse oder irgendwas anderes wird in dem Fall leider nicht betätigt. Armaturen sind vorne mit da, ebenfalls der rechte Anzeiger funktioniert, und das sind, oder müssten, ja, das könnten eigentlich die Umdrehung pro Minute sein, weil er startet bei 10, könnten aber auch die km/h-Anzahl sein, ich kann es nicht erkennen. Selbst wenn ich ganz nah rangehe. Aber haut so oder so nicht hin, weil das hört zwischen 15 und 20 auf. Und der linke Balken, da ist halt gar nichts mit dran. Ansonsten, wenn ich ja Blinker anmache, wir haben dieses Blinker-Geklickere mit dabei. Wird aber nicht mit angezeigt. Genauso, wenn wir hier einmal in die Nacht reingehen, haben wir keinerlei Beleuchtung. Und ja, ich mache das Licht an, wie ihr seht. Da kommen wir nämlich jetzt auch noch dazu. Blinker sind soweit da, reflektieren aber nicht, also kein LS19 Standard. Wenn ich die Lichter anschalte, sind die zwar an sich da, aber die Lichtquellen fehlen komplett, was ich so auch noch nicht gesehen habe, aber okay. Also ihr seht, es ist da, aber es werft keine Lichtquellen.
auch nicht verkehrt. Aber ja, läuft. Kann man dazu nur sagen. Läuft. Ansonsten drehen wir hier einmal um. Und wir sehen durch die Spiegel so gut wie gar nichts. Ja, also wirklich gar nichts, gar nichts. Hier habe ich komplett weiß, das sehe ich überhaupt nichts. Im Rückspiegel sehe ich irgendwie noch hinter mir die Säule. Und im rechten Außenspiegel, da sehe ich ein bisschen was, aber auch extrem unscharf. Und ich fahre jetzt schon gegen die Sonne. Ja, also ich habe die Sonne jetzt nicht im Rücken, sonst erkennt man gar nichts mehr. Aber die Spiegel funktionieren nicht gerade wirklich gut. Auch, was auch ziemlich schade ist. Ansonsten machen wir diesen 3-Punkte-Aufnahme-Check einfach nochmal, um auch zu sehen, ob das alles so seine Ordnung hat. Ansonsten Fahrverhalten und Co., das ist vollkommen ausreichend, das muss man sagen. Das passt soweit. Ich nehme jetzt einfach mal den Flug hier, kaufen, besten Dank, um zu testen, ob das so läuft, wie es läuft. So. Ja, aufnehmen tut er in dem Fall schon mal. Oh, das zittert aber stark, seht ihr das? Ja, beim Runterlassen, eieiei. Aber es funktioniert. Also er kann die Geräte schon mal bis nach unten dran nehmen, was schon mal schön ist. Was auch lustig finde auf dem Vorschaubild, ist ein Kennzeichen vorne hier mit dran. An den Traktor. Aber hier, also hier. Aber, und auch überall Belarus-Stiegels, aber in dem Fall hier gar nicht. Hm. Thema Lok, der ist erstaunlicherweise sauber. Ja, muss man lassen, er ist sauber. Ändert natürlich an den Fehlern, die der Mod selber hat, auch nichts. Gut, je nachdem, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung, wie immer verlinkt. Wenn einer selber Ahnung hat, wie man sowas fixt, kann er ja machen. Wenn nicht, können wir noch auf eine zweite Version warten. In dem Sinne, ich danke fürs Zuschauen. Lasst einen Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss.